mich euch auch kurz vorstellen. Vorhin bei der Begrüßung, als ihr alle reingekommen seid, habe ich so die Einzelnen mal gefragt. Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Hi. Ob das mit dem Du okay ist. Also ich bin gerne auf der Du-Ebene bei meinen Vorträgen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ist das so? Ja, oder? Prima. Also ich möchte mich kurz vorstellen. Also ich bin Matthias Schulze, Inhaber und Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs. Und zwar investiere ich in Farbe. Mein Unternehmen heißt Heise Maler Fachbetrieb und ist seit 1937 am Markt, mittlerweile seit vier Generationen, die ich jetzt mittlerweile abbilde. Und ich bedanke mich auch bei Simon und bei Philipp für die Anfrage, ob ich hier ein bisschen was erzählen kann zu dem Thema Social Media Marketing, Internet Marketing, warum wir das machen und was es damit auf sich hat, gerade mit dem Thema digitale Transformation. Am Beispiel meines Unternehmens möchte ich euch heute mal mitnehmen und mal zeigen, wie wir das so machen und wie das auch mal so war. Ich denke, ihr kennt alle noch Rauchzeichen, Informationen, wie man früher kommuniziert hat, Telefon mit Wählscheibe, alles analog, Telefonbuch, um Dinge zu suchen, um Dinge vielleicht zu finden oder auch um Dinge vielleicht zu erfahren. Alles analog, Videotext dazu, alles ziemlich oldschool. In der heutigen Zeit hat sich einfach wahnsinnig viel verändert. Das sind Dinge, die wir heute in der Hosentasche haben. Ein Smartphone, das Internet, die Möglichkeit, sich heute sehr stark zu vernetzen. Bei mir war es damals natürlich auch oft so, wo ich sage, Mensch, du brauchst Informationen, du willst was verteilen, du willst was reinholen, was rausholen. Und da bin ich am Stock gegangen, das sah ungefähr so aus. Das wollte ich eigentlich alles gar nicht mehr. Das war uninteressant, das hat mich wahnsinnig viel Zeit gekostet. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, analog ist nicht mehr sexy. Und das wollte ich nicht. Kennt ihr das bei euch in den Unternehmen, dass ihr Dinge erfahren wollt oder euch vernetzen wollt? Wer von euch ist vernetzt und nutzt Internet-Marketing? So, mal gucken. Ja, super, finde ich gut. Also ist vielleicht zwei Drittel, wenn überhaupt. Oh, was haben wir hier? Ich brauche mal Hilfe. Ja, das hat auch keine Zukunft. Das geht auch alles wieder weg, ist nur was für Freaks. Das ist der Grund, warum wir sonst keinen Mac nutzen. Ist das jetzt hier von Beginn? Ja, das ist ja nicht bedienen können. Ja, genau. Richtig. Ja, ich bin also ein Apple-Jünger. Das kennt ihr. Das machen heute alle Unternehmer in Anführungsstrichen. Der Angler, das ist der Unternehmer, die Unternehmerin des Unternehmens, der Chef, die Chefin. Was machen die? Wie alle anderen oben auch, wollen die neue Kunden angeln, Aufträge angeln und wollen darüber ihr Unternehmen in den Fortbestand führen, in die Zukunft. Das machen alle. Die Möglichkeit durch digitale Vernetzung, Social Media Marketing, Internet Marketing bringt vieles mehr. So mache ich das. Ich bin eine Person und ich habe ganz viele Geräte, um Touchpoints zu setzen. Kundenkontakte, wo ich wirklich sage, ich schmeiße alle meine Angeln aus, ich habe auch nur zwei Hände. Aber die digitale Transformation macht es mir möglich, dass ich meine Frequenz erhöhen kann. Die Trefferquote erhöhen, und das könnt ihr auch. Und am Beispiel meines Unternehmens möchte ich euch einfach mal zeigen, wie wir das so machen. Heute sind 75% aller Menschen in Deutschland von 14 bis 65 plus in der Lage, das Internet zu nutzen und tun das auch. Und immer mehr mobile Nutzer mit einem tollen Smartphone, mit einem Tablet, und es wird wahnsinnig stark genutzt. Hat jemand von Google aktuell den Rückblick 2014 schon gesehen, außer Herr Kaminski? Noch keiner. Sehr interessant, es ist gigantisch. Ich lege nachher mal ein paar Fakten meines Unternehmens auf den Tisch, was gesucht wird und wie wir gefunden werden. Wenn ich mal Statistiken ansprechen will, hier nur mal eine. Von 2012 bis 2014, das ist nur unser Google Plus Profil, das wird im Schnitt 440 Mal am Tag aufgerufen. Nicht, weil Maler Heise gesucht wird, sondern weil Dinge gesucht werden, die mit unseren Leistungen konform gehen. Zum Beispiel Malarbeiten Hannover, Bürostreichen zum Beispiel. Viele kennen uns ja nicht und kommen natürlich auf ganz klare Suchbegriffe, was wir vielleicht später noch in einem Vortrag hören, auf uns. Warum das so ist, erkläre ich nachher. Mal eine Woche auf Facebook, wie das bei uns so aussieht. Wer von euch ist auf Facebook unterwegs? Da sind noch ein paar mehr, oder? Okay. So, bei Facebook zum Beispiel, wir sind ein kleiner Handwerksbetrieb, wir haben aktuell 3056 zu dem Zeitpunkt Fans, mittlerweile sind es auch wieder ein paar mehr. Die Statistik, mit der ich sehr stark arbeite, geht darum, weil wir arbeiten mit Facebook, nicht nur mit Facebook, um
einen Bereich an Zielgruppen zu erreichen. Wenn ich über Zugriffszahlen spreche, zum Beispiel ein paar Fakten, um euch mal kurz einzuführen, wie wertvoll für uns die Veränderung war, um zu sagen, ich möchte vom analogen Marketing in das Digitale gehen, um mit den Menschen in eine bidirektionale Kommunikation zu gehen, was heißen soll, es geht in beide Richtungen. Ich gebe was raus an Infos, es kommt was rein, ich möchte mich austauschen. Ich kann was zeigen von all dem, was wir so machen, und wir bekommen eine Rückmeldung, ein Feedback darüber. Wir können Meinungen bilden. Und wenn wir über Zahlen sprechen, pro Monat, nur am Beispiel Monat Dezember, waren das auf dem Blog im Monat 9.000 Zugriffe, auf der Website 50.000, bei Facebook 95.000, bei YouTube 2.300, Pinterest 17.000, Google Plus 39.000, Twitter 26.000 und Xing 400. Das sind 238.000 Punkte, Touchpoints, Kontaktmöglichkeiten. Was ich euch damit sagen will, ist, wenn nur ein Bruchteil von diesen Touchpoints einen Auftrag platziert, dann kann ich mein Unternehmen sehr gesund weiter in die Zukunft führen und diese Menschen, die bei uns Kunden werden, sogenannte Wunschkunden, für die Zukunft begeistern, die wiederum ihr Netzwerk und ihre Freunde begeistern, damit ich mein Unternehmen sehr erfolgreich, sehr ertragsreich in die Zukunft führen kann. Das ist ein Vorteil für alle, die das tun, weil der Wettbewerb schläft noch, weil sie Angst haben vor Berührungspunkten, was ja nicht schlimm ist. Und daher, wir zum Beispiel in unserem Unternehmen können es uns gar nicht mehr leisten, nicht im Internet vertreten zu sein, aktiv mit Menschen zu kommunizieren, die wir heute vielleicht noch nicht kennen, die uns aber und unser Portfolio schon sehr wohl kennen, weil wir sehr, sehr nach außen gerichtet sind mit dem, was wir tun. Das ist mein Schiff. Sehr oft spreche ich im Außen von der MS Heise. Und Dialog statt Einbahnstraße wird bei uns im Unternehmen gelebt. Wir sprechen mit Menschen, wir sprechen mit Kunden und die es in Zukunft werden wollen. Zum Beispiel Herr Kratsch ist auch darauf aufmerksam geworden und hat sich eingelesen bei solchen Dingen und hat uns mal angefragt. Genau wie Herr Kaminski, der dann mal gefragt hat im Internet, was kann man da machen. Und er ist zu uns gekommen und das ist eine mordsmäßige Chance, auch für euch, für euer Unternehmen, für eure Dienstleistungen, die ihr in Zukunft sehr gut und besser präsentieren könnt. Viele Unternehmer, so auch ich, saßen immer an entscheidenden Plätzen unten am Anker. Ist natürlich auch wichtig, Anker zu schaffen. Aber ich gehöre da nicht hin, wie viele von euch auch nicht. Ich gehöre da oben hin, in der Kapitän. Der Kapitän von meinem Schiff, der sich dann auch sagt, ich möchte raus aus der Vergleichbarkeit. Das ist durch digitale Transformation, wenn ich im Kopf überlege, was kann ich für mein Unternehmen denn ändern? Habt ihr eine Idee, wie das bei euch so abläuft oder wie das bei euch ablaufen könnte, um sich vom Markt vielleicht ein bisschen abzuheben, aus dem Vergleich rauszukommen, um vielleicht auch für Angebote Geld zu bekommen, die bei Nichterteilung bei euch bleiben und bei Auftragserteilung vielleicht zurückgezahlt werden, um effektiver zu arbeiten? Ich sag mal, werdet Kapitän eurer Branche, Marktführer, diejenigen, die gefragt werden sollen. Mein Wettbewerb in Hannover ist extrem groß. Der ist knallhart. Aber der Kunde von morgen, der will gar nicht den billigsten Preis. Der will authentische Menschen, der will eine richtig geile Dienstleistung kaufen. Aber wie soll er davon erfahren, wenn man da nicht drüber berichtet? Und meine Feststellung ist, seitdem wir Social Media Marketing betreiben und authentisch über unsere Dienstleistung, auch aus dem negativen Bereich, nicht immer nur, oh, das war toll und das ist super. Nee, wir sind auch mal unpünktlich, wir machen auch Fehler, ganz viele sogar. Aber da ist eine große Chance, wie gehe ich damit um? Was ich damit sagen will, werdet anfassbar. Durchstarten, Chancen nutzen, zu erkennen. Wo ist zum Beispiel? Mir auch mal geschrieben über Facebook, möchte das mal sehen. Will auch gucken, wie das funktioniert. Das war für mich wahnsinnig schwierig, diesen Bruch mal zu machen. Ich habe vor 5 Jahren eine unheimlich harte Durststrecke erleben dürfen, die unheimlich wehgetan hat. Da habe ich gesagt, das will ich alles gar nicht mehr. Ich möchte diesen ganzen Ärger, diesen ganzen Stress, den ich gar nicht mehr habe. Und was ich wollte das Unternehmen, was ich übernommen habe von meinem Vater, gesund in die Zukunft führen. Da habe ich aber auch oft gemerkt, es sind so viele andere, die das auch wollen. Und ich musste mich jedes Mal vergleichen, und das wollte ich gar nicht.
Also habe ich gesagt, komm raus. Alles Alte weg, neue Dinge auf den Tisch, wie machst du das? Also habe ich mich transformiert, die Dienstleistung transformiert, das Unternehmen komplett auf neue Beine gestellt. Mein Wunsch, Augen öffnen, erstmal gucken, wo stehe ich überhaupt. Und dann gibt es Möglichkeiten. Ich habe gedacht, Informationsaustausch will ich haben. Ich möchte mich mit Menschen weiterhin austauschen. Die Kunden, die ich hatte bisher, das ist ja nicht sicher, dass ich die immer behalte. Zum Beispiel Genossenschaften, Hausverwaltung. Wenn wir für Privatkunden gearbeitet haben, hat die Arbeit sehr oft gehalten. Dann musstest du natürlich auch immer gucken, wie komme ich an neue Kunden ran. Also sollte Information raus. Die multimedialen Möglichkeiten, die es gibt, nutze ich seit 1999. Da sind wir da erstmalig online gegangen. Dann wollte ich Inhalte liefern. Das, was meine Mitarbeiter, was ich erlebe, was wir auf Schulungsmaßnahmen erleben, das wollte ich auch anderen zugänglich machen. Das war nicht ganz leicht, aber das war ein Wunsch auf meiner Liste. Hallo Claudia. Und das Thema Social Media Marketing war vor 5 Jahren eigentlich noch gar nicht so präsent. Das hat sich ja in den letzten 3, 4 Jahren vielleicht oder 2, 3 Jahren vielleicht erstmal so entwickelt und wurde vielleicht auch mundreif, dass man was mit anfangen konnte. Und Web 2.0 war eine ganz große Chance. Ich hatte mir 2004 beim ersten oder zweiten Relaunch unserer Webseite schon gedacht, hey, wie kannst du den Leuten das zur Verfügung stellen und nicht nur im Büro auf ihrem Rechner, sondern auf so einem Compact, von Vodafone gab es damals, so ein kleines Telefon. Aber die Ideen im Kopf waren manchmal schon viel weiter als die Technik, die es gab. Und diese Menschen, ein Teil meines Teams, die bringen jeden Tag sensationelle Leistungen. Wie bei euch vielleicht auch. Das sind vielleicht richtig tolle Typen, Mädels, Männer, die hier wie bei euch bei Pixel Creation total coole Arbeit machen, aber vielleicht die Menschen, die draußen sind und vielleicht so eine Dienstleistung brauchen, erfahren da gar nicht von. Und ich wollte, dass meine Kunden von morgen meine Leute kennenlernen. Das habe ich einfach gemacht. Und heute ist das so, dass meine Mitarbeiter manchmal beim Kunden klingeln und der Kunde kennt die Mitarbeiter schon. Und das finden die super, diese Wertschätzung, diese Identifikation mit einer Marke. Gigantisch. Sichtbarkeit haben wir dadurch erreicht. Wer in Hannover an Farbe denkt, an Renovieren, der kommt an meinem Unternehmen gar nicht mehr vorbei. Und das war mein Wunsch. Und das funktioniert durch die Möglichkeit, sich bereit zu erklären, zu sagen, ja, meine Internetseite bringe ich auf Vordermann. Ich fange an zu kommunizieren. Ich überlege, wer das im Unternehmen machen kann und bringe diese Geschichten, die in einem Unternehmen passieren. Imagebildung war mir wichtig. Bindung und Anziehung. Menschen an uns, an unsere Unternehmen zu binden, ob Fachkräfte, ob Kunden, ob Lieferanten vielleicht auch. Das sind alles Faktoren, die zum Beispiel auch für den Kunden von morgen, die ich heute noch nicht kenne, die aber Google nutzen, um die Dienstleistungen, die wir vielleicht liefern, suchen und brauchen, die finden authentische Unternehmer richtig cool. Ich habe auch lernen dürfen, dass das Internet nicht nur für 14- bis 18-Jährige interessant ist, sondern in letzter Zeit immer mehr die 50-Plus-Generation aus der Reserve lockt. Ich habe neulich einen Kunden gehabt, der hat mich dann gefragt, Herr Schulze, wollen Sie gar nicht wissen, wie ich auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden bin? Da habe ich gesagt, doch, wenn Sie so fragen, schon. Und da hat er sein iPad rausgeholt und hat erstmal mit seinen großen Fingern auf diesen großen Tasten rumgefummelt und sagte, schaut mal, mein Sohn hat mir dieses iPad geschenkt, damit ich über Skype mit ihm in Verbindung bleibe, weil die wohnen nicht hier. Und dann habe ich meinen Sohn gefragt, ich brauche Renovierungsarbeiten, Maler. Sagt er, such doch mal im Internet nach Maler Hannover. Und dann habe ich sie gefunden und das, was auf meinem iPad dann zu lesen war, das fand ich richtig toll. Und sie haben richtig gute Referenzen. Und dann kam es zu einem Auftrag, so ein Feedback. Beziehungen entstehen. Beziehungen entstehen sehr gute, sehr authentische, weil derjenige oder diejenige, die Informationen von uns bekommen, tauchen schon ganz tief in unsere Gefühlslage ein. Die wissen, wie wir sind, wie wir ticken, was wir wollen, was wir können, was wir nicht so gut können, vor allem wie die Mitarbeiter drauf sind. Dann öffnet sich der Kunde auch. Es muss nicht immer gleich ein Auftrag kommen, aber es kann durchaus sein, dass beim zweiten Kontakt, mit dem zweiten sieht man ja oftmals besser, viel tiefere Verbindungen entstehen und man kann viel bessere Preise erzielen. Und Kunden wollen vorher erfahren, was los ist. Und dann fängt man an zu überlegen, oh Gott, was erzählt denn der Schulze da eigentlich alles, ist doch viel zu viel. Da braucht man eine Zielsetzung.
Dann habe ich auch angefangen, wie kann ich Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit, Attraktivität, Umsatzsteigerung, Fachkräfte und Zukunftssicherung als großes Ganzes für mich unterteilen. Dann habe ich angefangen, mir alles auf meine Wände zu malen, wo ich hin will. Durch die Veränderungen in meinem Kopf, durch die Möglichkeit des Internets. Was kann mein Handwerksunternehmen liefern? Was kann ich dort reingehen, um genau das alles zu leben? Dann habe ich sehr schnell festgestellt, es braucht alles einen Plan. Wie so oft in großen Unternehmen braucht alles einen Plan. Früher habe ich alles mit dem Bauch entschieden. Das war oftmals gut, aber oftmals ging das ganz schön in die Hose. Da habe ich mit Strategie angefangen. Ziele und Risiken erstmal überlegt und durchdacht, was kann ich mir denn da alles raussuchen. Habe ich überhaupt im Unternehmen, habt ihr das überhaupt auch, die Ressourcen, um überhaupt solche Bühnen zu bespielen? Das ist nicht eben im Vorbeiflug gemacht. Dafür gibt es auch Agenturen. Agenturen wie Pixel Creation, die zum Beispiel Internetseiten gestalten oder Blogs ins Leben rufen. Oder Typen wie Carsten Meiners, die richtig tolle Filme drehen. Das ist bei uns auch gerade passiert. Mitarbeiter, Storytelling aus dem Unternehmen heraus. Solche Dinge, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ist die Leidenschaft und das Verständnis für sowas überhaupt da? Hat das überhaupt Zukunft? Was meint ihr? Ist das sinnvoll oder nur Jux und Dollerei? Das ist die Zukunft, finde ich. Ist so. Das ist wirklich so. Das ist nicht nur die Zukunft, sondern das ist einer der wichtigsten Bausteine in eurem Unternehmen für die nächsten 5 Jahre. Wer das vom Tisch wischt, der existiert in 5 Jahren nicht mehr. Der hat es ganz schwer, sein Unternehmen so am Markt zu platzieren, um A, die Leute zu finden, die für ihn arbeiten wollen, und auch die Kunden, die bereit sind für die Dienstleistung, von der sie nichts wissen, überhaupt Geld auszugeben, weil der Wettbewerb wird es tun. Der wird sich zeigen. Der wird seine Produkte platzieren, der wird Kunden fragen, magst du vor der Kamera über unsere Dienstleistung sprechen? Es ändert sich ganz viel. 3-Jährige sitzen mit einem Smartphone und wissen ganz genau, wie sie Fotos und Videos angucken können. Selbsterklärung. 15-Jährige drehen Filme. 13-Jährige wie mein Sohn sind YouTuber. Haben schon 300 Abonnenten und mehr. Die entscheiden in 10 Jahren über eine Dienstleistung, die ich vielleicht liefern kann. Der Wandel ist extrem und der geht wahnsinnig schnell. Redaktionsplan. Wer im Internet vertreten ist und Geschichten erzählen will, braucht auch einen Plan. Ähnlich wie zum Beispiel in der Schule. Da fallen oft Stunden aus, weil die Lehrer krank sind, aber in der Firma gibt es das nicht. Da gibt es einen Plan und an den kann man sich halten, muss man nicht. Und Freude. Bei mir in meinem Unternehmen habe ich da kein Problem mit. Ich lebe das. Die Leute, die mich kennen, die sagen, du bremst ja sowieso. Warum bist du eigentlich Handwerker? Und die Zielgruppe. Mein Wettbewerb hat Kunden. Ich auch. Ich habe aber Wunschkunden. Wunschkunden habe ich gefunden durch die Veränderung im Kopf, durch die Transformation, die wir gesagt haben. Ich möchte ein anderes Marketing machen. Unsere Kunden bezahlen im Schnitt 5-10% mehr für eine Dienstleistung, die mein Wettbewerb auch liefert. Weil sie vorher wissen, was sie bekommen. Weil sie wissen, wenn wir Fehler machen, dann sind wir angreifbar. Wenn wir unpünktlich sind, natürlich. Aber ich kann darüber sprechen, auch das ist eine Geschichte. Wie gehe ich damit um? Wie steht mein Team dazu? Und für die, die es wissen wollen und mein Unternehmen nicht kennen, wir haben neben einer Internetseite, eine klassische Internetseite, wo wir Dienstleistungen erklären, das Team vorstellen, als Hauptquartier das Blog. Das ist ein Weblog, ein Internet-Tagebuch, in dem ich Geschichten erzähle. Ich bin quasi ein Geschichtenerzähler. Ein Geschichtenerzähler, wie früher, der auf dem Markt war und Geschichten erzählt hat. Heute natürlich alles digital. Ich erzähle aus meinem Alltag, was ich auf der Baustelle erlebe, was meine Mitarbeiter erleben. Ich erzähle von der Weihnachtsfeier, wie es da war. Es gibt ein Preview auf Facebook, da machen wir Fotos, ein paar Selfies. Wir stellen unsere Mitarbeiter vor, wir sprechen über Projekte. Und ein Weblog ist die authentische Seite meines Unternehmens. Und die beste Entscheidung, die ich treffen konnte in den letzten, ja, bin ich jetzt 41 Jahren. Das war für mein Unternehmen das größte Geschenk. Ein Weblog zu führen. Einmal, um zu zeigen, was wir können. Zweitens, um mit Menschen Kontakt aufzunehmen, die gerne Geschichten lesen. Und drittens, weil ich mich dann später, wenn ich alt bin, immer wieder da reinlesen kann und mich daran erinnern kann, falls ich vergesslich werde. Dieses Weblog als Hauptquartier, wenn ich das nur pflegen würde, wie kriege ich das bekannt?
Und jetzt gibt es ja so Mikronetzwerke wie Facebook, YouTube, Google+, Pinterest, Twitter und. Ein Teil davon bedienen wir auch, um kurze Geschichten auf diesen Themenkanälen zu leben, zu erzählen. War jemand schon mal auf dem Markt und hat mal Bananenbären schreien hören? Oder Ahntal oder sowas? Ja, ne? Die brüllen so unheimlich laut. Das machen die ja nur, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und diese Kanäle wie Facebook, YouTube und, nichts anderes, nur in digitaler Natur. Schreibe ich im Blog einen Artikel, will ich ja, dass andere davon erfahren. Jetzt kann ich ja nicht sagen, du kommst jetzt hierher und liest diesen Artikel. Ich gehe dahin, wo die Kunden sind. Ich weiß ja, wo sie sind. Deshalb habe ich mich entschieden für mehrere Kanäle und nicht nur für einen. Ich schreibe keinem Menschen vor, dahin zu gehen, wo ich hingehen will, sondern ich biete allen die Möglichkeit, zu mir zu kommen. Ich habe ein ganz großes Schiff mit unterschiedlichen Abteilungen, VIP-Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, je nach Budget. Aber ich lade alle ein, diesen Artikel zu lesen, wenn sie es wollen. Und dadurch, dass wir eine unheimlich große Aufmerksamkeit haben durch diese Netzwerke, haben wir wahnsinnig viel Verkehr im Blog. Da kann ich nicht nur über mein Unternehmen sprechen, sondern auch über mein Expertennetzwerk. Ein paar Experten habe ich hier, unter anderem Frau Rinke von Schloms, mit der ich mich sehr gut austausche. Wir können Empfehlungsgeber werden auf eine ganz große, schnelle Möglichkeit. Das ist gigantisch. Blog ist Dreh- und Angelpunkt. Meine Social-Media-Kanäle sind die Marktschreier, um diese Aufmerksamkeit, um das Blog so weit nach vorne zu bringen, dass wer anders aus meinem Wettbewerb gar keinen Platz mehr hat. Das ist mein Wunsch. Ich brauche keine Marktbegleiter. Das ist in Hannover sehr schwer. Sie bringen die Besucher und Kunden. Ich zeige euch gleich meine Chart, was wir 12, 13 und 14 nur an Umsatzeingängen über Social-Media erreicht haben. Ich kann euch schon mal die Jacken aus. Das ist jetzt die Frage. Arbeitet der Typ eigentlich auch oder redet der nur? Auf der Baustelle sieht es nicht so aus, aber ich kann mir super vorstellen, wie es in euren Köpfen gerade aussieht. Wie soll das alles gehen? Ich arbeite doch schon 10 Stunden am Tag. Was soll ich denn noch alles machen? Ich bin Papa, ich bin Mama, ich bin Mutter, ich bin, habe ich schon gesagt, Oma, Opa, tralala. Wie soll ich das denn noch machen? Das geht. Wisst ihr wie? Hat einer eine Idee? Wie kannst du dir Freiraum schaffen, um das zu machen? Ist als Unternehmer deine verdammte Pflicht. Bitte? Du stellst ihn ein? Stellen wir die Leute an, die das andere machen. Genau, sehr gute Idee. Kleines Wort dafür? Lauter? Delegieren. Genau, das geht nur, ich habe alles wegdelegiert. Mit 12 wollte ich Computerfachmann werden. Mit 12. Da habe ich meine erste Rechnereinheit gehabt und die erste Datenbank geschrieben. Telefonbuch. War richtig cool. Mein Bruder hat Schach gespielt. Ich konnte das nicht so gut. Er hat immer gewonnen, ich immer verloren, aber ich konnte Datenbank schreiben. Er nicht. Also stand es 1:1. Mein Vater fand die Idee total bekloppt. Total bekloppt. Er hat immer mit deinem Schwachsinn, mach das nicht. Du machst das, was ich dir sage, so lange und so weiter und so fort. Möchte ich nicht näher drauf eingehen. Also habe ich das gelernt und habe später dann erkannt, konzentriere dich auf das, was du am besten kannst. Und ich habe alles wegdelegiert. Komplett. Ich bin nämlich mal schwer krank gewesen und habe gesagt, das willst du alles nicht mehr, also delegierst du das. Stimmt nämlich, Zeit hat jeder. Wir beschäftigen uns nur mit zu viel Müll. So, und dann kommt so ein Typ wie ich, der stellt sich für sein Unternehmen auf die Bühne und versorgt die Welt mit Stories aus dem Malerbetrieb. Social Media zum Beispiel als ein Punkt von erfolgreichem Unternehmensmarketing ist Social Media unglaublich. Wichtig, Austausch, soziale Kontakte pflegen, Menschen begeistern, einladen, mitzumachen. Das braucht eine Bühne. Wir zeigen, was in uns steckt, wer wir sind, was wir machen, was ich vorhin schon gesagt habe. Das war mir so wichtig und ich wusste gar nicht, wie ich das machen soll. Aber diese extreme Aufmerksamkeit beflügelt uns immer wieder aufs Neue. Schneller Kontakt. Ich habe zum Beispiel meine Internetseite von Pixel Creation gerade neu überarbeiten lassen. Wer uns sucht, also eine Leistung, der findet uns auch auf seinem Smartphone. Da gibt es gleich einen Touchpoint für sofort anrufen. Ein Klick, ein Anruf, sofort Auftrag. Also ich kann das zumindest liefern. Schneller Kontakt, mehr Geschäft. Von 10 Neukunden kommen 9 über die neuen Medien, Social Media, Internet Marketing. Wir haben im Schnitt 4 Anfragen am Tag. Im Schnitt.
Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Schneller Kontakt, mehr Geschäft ist von daher sehr wichtig, weil ein Kunde, der heute eine Idee hat und sagt, ich möchte bei mir ein Wohnzimmer renovieren oder die Büroetage oder zum Beispiel auch ein Treppenhaus, durchaus möglich im Winter, fragt er Google, Treppenhaus streichen Hannover. Dann sucht er das und stellt fest, da stehen ganz viele. Ich zeige euch nachher eine Chart dazu. Jetzt möchte er Kontakt aufnehmen. Wenn dieser Kontakt im Sande verläuft, ist das der erste Negativpunkt. Er sagt, Mensch, die melden sich ja nicht, also heißt es auch reagieren können. Aktion, Reaktion, ganz entscheidend. Wunschkunden durch Klartext, durch das Zeigen im Internet, durch professionelles Zeigen im Internet, mit guten Internetseiten und tollen Geschichten. Riesen-Touchpoints, Vorteile gegenüber eurem Wettbewerb. Ganz, ganz entscheidend. Stories liefern, Stories schaffen Bindung, Blick hinter die Kulisse schaffen, ladet eure Kunden nochmal ein bei euch in die Werkstatt, ganz analog. Guckt mal, wie wir hier arbeiten. Schaut mal in unsere Regale, wie das aufgeräumt ist, wie es im Büro aussieht. Vielleicht wollen die dann gar nicht mehr mit euch arbeiten. Das kann ja sein. Macht euch einzigartig, nicht mehr austauschbar. Eine Dienstleistung, die ich liefere, ist eigentlich austauschbar, aber nicht das Gefühl. Nicht der Mensch, der dahinter steht. Nicht der entscheidende Kontakt, das Lächeln, die Fröhlichkeit, der Geruch. Das ist nicht austauschbar. Macht auf eure Leute aufmerksam. Geht mit denen in den Kontakt. Schreibt darüber. Sonnenseite der Kommunikation. Wer sich entscheidet, im digitalen Zeitalter sich zu präsentieren, entscheidet sich auch ganz klar für die Sonnenseite, weil er entscheiden kann, wie er sein Unternehmen präsentiert im Verhältnis zu anderen. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich neige zum Überziehen. Schaffe ich. Raus aus dem Vergleich. Ich habe früher 100 Angebote geschrieben und vielleicht 15 Aufträge bekommen. Für die 85 Angebote, die ich geschrieben habe, habe ich so viel Zeit investiert, dass ich meine Kinder gar nicht aufwachsen sehen konnte. Das ist super, super ärgerlich, weil eigentlich war ich mit meiner Firma verheiratet. Na, habe mich gefragt, warum bist du eigentlich Papa geworden? Auch ein Teil verschwendeter Zeit. Ich möchte heute nur noch das machen, was mir Spaß macht. Nein sagen lernen. Für Angebote, wenn jemand anruft, bei uns geht ein Callcenter ran. Für diejenigen, die es wissen wollen, Gunnar Kliche macht das vom Business Center Hannover. Da klingelt es auf unserer Nummer, er geht ran oder seine Leute. Melden sich mit unserem Namen. Schreiben auch gleich auf, wie sind die zu uns gekommen. Vorhin hatte ich erwähnt, 9 von 10 kommen übers Internet. Und die, die übers Internet kommen und noch kein Kunde sind, bezahlen Geld für unser Angebot. Das ist nicht gewöhnlich. Das war ein unheimlich schwerer Schritt. Aber wir haben uns dafür entschieden. Die gleichen Nein sagen, werden nicht unser Kunde. Und die, die Ja sagen, haben fast alle beauftragt. Das heißt, wir beschäftigen uns heute ausschließlich mit Menschen, die Bock auf uns haben und nicht die, die nur noch vergleichen wollen. Vergleich macht nicht reich. Vergleich macht einsam. Expertenstatus. Da sollen andere was zu sagen, aber mein Unternehmen und meine Leute, das weiß ich ganz genau, sind absolute Top-Experten. Kommen wir mal zu diesen Suchsachen. Wenn einer Malerarbeit in Hannover sucht, gibt es hier irgendwie so einen Laserstrahl? Ja, das ist ein roter. Wow. Super. Malerarbeiten Hannover. Ich bin nicht eingeloggt in meinem Account. Und wenn ich Malerarbeiten Hannover suche, was durchaus Menschen tun, dann habe ich hier oben, habe ich ja vorbereitet, gekaufte Anzeigen. Das hier ist der gekaufte Bereich. Kostet nicht unwesentlich wenig. Gero, du hast da Ahnung von, glaube ich, ne? Kostet ein bisschen was, ne? Ja, geht, ne? So, und dann gibt es natürlich noch so organische Dinge. Der organische Bereich ist alles unter diesen Dingen. Dort kommt man hin, auf Seite 1, wenn man wie Claudia Rinke und ich tolle Blogs pflegt. Wenn man in diesen Blogs zum Beispiel Geschichten erzählt, wie wir das tun, Suchbegriffe dort versteckt. Pflüger weiß das auch, Philipp Schrieber weiß das, Simon Künzel weiß das und ihr wisst das bald auch. In diesen Blogs gibt es natürlich Geschichten über Dienstleistungen, die wir liefern, die auch gesucht werden und auch gefunden werden. Und Google pusht uns hier hin. Wenn ich jetzt mal gucke, nur bei diesem Begriff, das kann morgen schon wieder anders sein, sind wir dreimal auf Seite 1. Man klickt das an, kommt zu den einzelnen Bereichen und jedes Mal habt ihr auf allen Seiten einen Touchpoint. Ihr könnt nicht anrufen. Das heißt, für mich und für mein Unternehmen und für meine Mitarbeiter und für die Zukunft wäre es fatal, diese digitale Transformation nicht gemacht zu haben. Das wäre für mich der größte Genickbruch und mein Unternehmen würde es heute eigentlich so überhaupt gar nicht geben. Nicht mit den Leuten,
Nicht mit dem, was wir gerade so erleben und nicht mit der Power. Wird es gar nicht geben. Vielleicht wären wir schon gar nicht mehr da. Ich habe nochmal zwei andere Suchbegriffe reingegeben, weil wir das gerne tun. Bartgestalten, Volumär. Es gibt viele, die genau so suchen. Volumär, mineralische Wandspachteltechniken für sehr exklusive Bäder. Oder zum Beispiel Treppenausstreichen Hannover. Hier eine gekaufte Anzeige und dann 1, 2, 3, 4 und das Video 5-mal. Quasi 50% der ersten Seite sind nur wir. Habe ich nicht einen Cent für bezahlt. Treppenhausstreichen Hannover. Zwei gekaufte Anzeigen, gehören nicht zu mir. 1, 2, 3. Alle Bilder von uns. Martin Jäger kommt auch vor. Cool. Und ein Film. Ich finde das von daher sehr interessant, weil ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Damals habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Das ist einfach ein Abfallprodukt von dem, was wir jeden Tag tun. Das kriegen wir on top geschenkt. Das heißt also, wer sich nicht zeigt, wird nicht gefunden, wie denn auch, der findet nicht statt und der existiert auch nicht. Das heißt also, auf seinem Bürostuhl sitzen, die Füße auf dem Tisch und warten, bis das Telefon klingelt, könnt ihr gleich, könnt ihr heute schon Schlüssel umdrehen, wegschmeißen, macht euch ein schönes Leben von dem Geld, was ihr verdient habt, braucht ihr nicht mehr arbeiten, weil kein Geld verdienen kann ich auch ohne Arbeit. Das ist echt ein Kracher, ne? Mit Sicherheit mehr Erfolg. Also digitale Transformation war für uns ein absoluter Raketenanschub für meinen Vertrieb. Umsatzsteigerung, Umsatz ist klar, hat nicht immer was mit Gewinn zu tun, aber wir kommen aus einer ganz knallharten Durststrecke. Kurz vor Insolvenz. 2009, wahnsinnig viel Geld verloren. 180, fast 200.000 Euro. Genickbruch, kaum noch liquide. Aber ich habe mich dafür entschieden, dieses Schiff zu stopfen, mit allen Möglichkeiten, die es gab. Und darin habe ich meine einzige Chance gesehen. Hat zufällig funktioniert, natürlich auch noch viel Liebe. Aber harter Weg, knallharter Weg. 2012 hatten wir einen Umsatz zu verbuchen, weil ich führe über jeden eingegangenen Auftrag Buch. Woher kommt der? Wie ist er auf uns aufmerksam geworden? 360.000. 2013 ein bisschen weniger, weil von dem anderen konnten wir noch ein bisschen zehren. Aber der Kracher kam dieses Jahr. 600.000 Euro Umsatzeingang. Nur über Internet und Social Media Marketing. Das ist ein absoluter Kracher. Wir sind nur ein kleiner Handwerksbetrieb. Keine große Internetagentur oder Coca-Cola oder Adidas. Maler Heisel. Ist schon echt Wahnsinn. Sprecht Klartext. Wenn ihr die Entscheidung in eurem Unternehmen nicht treffen könnt, habt aber erkannt, wie wichtig das ist. Mein Netzwerk ist gigantisch groß. Stark. Ich komme gerne zu euch, meine Partner kommen gerne zu euch, die gehen zu eurem Chef, zur Chefin und sagen, so sieht's aus, wir müssen das mal tun. Es gibt noch eine Schulze-Social-Media-Kurve, die habe ich mal für mich entwickelt. Die ist witzig, ne? Finde ich auch. Erkennen tut ihr heute, verstehen vielleicht morgen nach dem Aufwachen, lernen vielleicht nächste Woche, ich helfe auch, und dann wird das gelebt. Das dauert. Bei mir hat das 3,5 Jahre gedauert. Von der ersten Entscheidung über einen Facebook-Account, bis der Leben reinkommt, bis überhaupt mal so richtig was passiert. Also, wer keine Geduld hat, der darf es lernen. Aber nicht über Nacht denken, man wird zum König, indem man Fans kauft. Wer Fans kauft, liefert betuckte Dienstleistungen. Betuckte Dienstleistungen sind ebenfalls nicht sexy und der ist sowieso gleich vom Markt. Ja, eines meiner Lieblingszitate von Alexander Graham Bell. Setzt eure eigenen Spuren. Macht eure eigenen Eindrücke. Bringt bitte eigene neue Ideen und geht nicht immer da lang, wo andere schon lang gegangen sind. Sind schon so viel über eine rote Ampel gefahren, die Konsequenz ist klar. Entwickelt was Neues. Seid anders. Seid besser, schneller, kreativer, ein bisschen intelligenter, witziger und vielleicht auch so ein bisschen verrückt wie ich auch. Es hilft. Es macht irre Spaß. Mein Team, seid ihr auch bereit? Habt ihr Bock drauf? Danke.